Das ist ja unglaublich. Das sah er nämlich natürlich direkt mit. Meine Güte. Und wir haben ein Seil. Ein Seil. Und den Stein haben wir abgemacht. Und kombiniere Seil mit Bogen. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber? Oh, nichts aber. Hey, Seil mit Flitzebogen. Das Ding werden wir jetzt natürlich sofort benutzen. Meine Güte, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass unser Spiel jetzt auf einmal überhaupt keine Herausforderungen mehr bietet. Na gut, okay, theoretisch hätten wir wieder eine halbe Stunde lang festgehangen an der blöden Fliege, wenn, naja, ein glücklicher Zufall, na, ich meine natürlich ein enormes Können, uns nicht dafür bewahrt hätte. So, dann versuchen wir mal, diesen kleinen Hinweis von ihm in die Tat umzusetzen mit dem Holzbalken. Na dann mal los. Na, hoffentlich stürzt jetzt nicht die ganze Höhle ein. Oh, oh, so geht's natürlich auch. Ich dachte, der reißt den Holzbalken jetzt hier runter. Ja, alles klar. Hallo, Herr Frosch. Hey, hier geblieben. Das war ja klar. Na dann. Ah, ich hab eine Idee. Hey, hier geblieben. Wir haben hier jetzt den Sitzplatz, ne? Es ist deprimierend. Ich bin einfach zu langsam, um den Frosch zu fangen. Ja, du bist wirklich sehr langsam. Und wir haben ein klebriges Tablett. Können wir vielleicht hier jetzt das, Die Falle ist gestellt. Mann, ich weiß gar nicht, was los ist heute. Das funktioniert ja wie geschmiert. Und plopp. Und mitnehmen. Er klebt auf dem sprichwörtlichen Präsentierteller. Ich wusste gar nicht, dass es heißt, dass man auf dem Präsentierteller klebt. Gut, wir haben Tablett mit Frosch. Das ist sehr angenehm. Dann schwingen wir uns mal rüber hier. Oh, gut. Soviel dazu. Und verfeinern die Schimmelsuppe noch ein bisschen weiter. Ja, das ist ja ein richtiges Durchgerusche hier heute. Das gefällt Etwas mir. Aus dem Wasser. Ich mag dieses Spiel, weil ich Erfolgserlebnisse habe. So. Und jetzt noch etwas von mir selbst. Ich habe ein bisschen Angst. Na komm. Hier, benutzt es mal. Hier muss man sich sein Essen... Ja, also... Ja, ist ja gut. Schimmelsuppe? Na, ich weiß ja nicht so recht. Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Rezept. Können wir jetzt einfach schon so rein aus Bock? Ich muss nicht probieren. Ich koche... Es kocht ja gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Ach, das ja auch noch. Stimmt ja. Gut, dann brauchen wir noch etwas von uns selbst und wir brauchen Feuer. Dann gehen wir mal zurück ins Foyer und gucken uns den Tisch an. Keine Ahnung. Himmel, ist dieser Tisch klebrig. Hier wurde bestimmt seit Jahren nicht mehr gewischt. Höchstwahrscheinlich. So, hier ist nichts weiter. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um Feuerholz. Oder versuchen es zumindest. Oder müssen wir hier vielleicht irgendwas... Wahrscheinlich müssen wir hier irgendein Ding füllen, beziehungsweise den Hebel ziehen und... Ach du meine Güte, wie viel es hier noch zu tun gibt, ist ja unglaublich. Soll der Balken da so rausragen? Oje, die ganze Konstruktion scheint mir doch ein wenig abenteuerlich. Aber wieso das denn? Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, was machen wir denn nun? Oder ich weiß nicht, ob wir damit schon was machen müssen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt zuerst mal nicht, was. Immer noch keinen Schlüssel dafür. Und an den Dings hier, an den Hebel kommen wir scheinbar auch noch nicht dran. Vielleicht mit der Holzlöffelnadel? Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele, die ich mir gesteckt habe. Oh, so traurig. Alles so traurig. Mit dem Knüppel?
Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele. Vielleicht können wir hier die Anzeige damit. Nein, das dient nur zur Anzeige. Na gut. Feuerholz, Feuerholz. Beziehungsweise etwas von uns selbst. Fraglich ist hier nur, was dies sein tun könnte. Werden sein Dings, weiß nicht. Nein. Fest verschlossen. Können wir hier nochmal das Fenster gucken? Vielleicht ist da ja alles Neues. Und vielleicht haben wir da drin ja Feuerholz oder zufälligerweise einen Arm von Sadwick, den wir in die Schimmelsuppe geben können. Oder müssen wir einfach reinspucken? Ich probiere das gleich mal. Reinspucken könnte sein. Dir wird das Singen schon noch vergehen, kleines Vögelchen. Ich habe gehört, dass der Koch eine hervorragende Raupensuppe macht. Keine Angst, noch bist du nicht an der Reihe. Heute steht erstmal Schimmelsuppe auf der Speisekarte. Und solange leistest du mir noch etwas Gesellschaft. Der Geruch von Angst hilft mir, mich auf meine taktischen Pläne zu konzentrieren. Spot! Der super ängstlich wirkt. Das ist doch eindeutig das Spot-Lächeln hier. Oh nein! Der fiese Luko hat Spot gefangen genommen. Was für eine Überraschung. Ja, Mensch. Irre ich mich oder wirkt Spot ängstlicher als sonst? Finde ich irgendwie gar nicht. Können wir mit ihm sprechen? Nein, der Askin-Chef würde mich bemerken. Das ist natürlich wahr. Können wir ihn einfach mitnehmen? Nein, ich komme nicht ran. Doof, doof, doof. Nein, ich komme nicht ran. Nein, ich komme nicht ran. Was mache ich hier eigentlich? Wie bin ich da nur reingeraten? Oh Mann, ist der lecker. Ich käme nicht dran, selbst wenn ich wollte. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, blöd. Aha. Da hat irgendein Nagetier ein Loch in die Tür gebissen. Seltsam, wo hier doch überall Essensreste rumliegen. Aha. Ein Loch also. Das klingt nach einem Job für Holzlöffelnadel. Holzlöffelnadel. Irks? Nein, ich bin einfach zu ungeschickt, um das Schloss auf diese Weise zu knacken. Na gut. Vielleicht so? Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel, nichts weiter. Wieso sieht man das Loch von der einen Seite, aber nicht von der anderen? Warum? Warum ist das so? Guck ich hier nochmal durch. Das ist eine Sauerei. Eigentlich müssten wir das Loch doch von hier aus auch sehen. Aber hier ist halt auch kein Loch. Na ja, komm, roll die nochmal rüber. Steinscheibe, Loch, Eimer. Ach, das riecht doch nach einer tollen Kombo von Gegenständen, die sich hier in Bewegung setzen sollen oder so. Aber wie? Wir haben ja das Seil, haben wir natürlich auch nicht mehr. Oder irgendwas, was länger ist als ein Knüppel, existiert hier ja leider überhaupt nicht mehr. Können wir einfach... Vergiss es, Sedwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Feige Sau. Na gut. Blöd. Der arme Spot. Spot. Ach, das ist doch zum Kotzen. Was kriegen wir denn hier? Einfach hier werfen. Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Das ist bestimmt ein crazy Rätsel. Was wir aber nicht lösen können. Gerade. So viel zum Thema. Es geht voll
weiter. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Natürlich, natürlich. Da müssen wir irgendwo noch was finden, glaube ich. Oder wir müssen die Schimmelsuppe machen und sie an die Tür stellen, damit der Geruch durchs Loch kommt und dann Loco abgelenkt ist. Könnte hinkommen. Oh. Gut. Ist auch ein Feuerholzersatz. Muss man ehrlich sagen. Wieder so ein kleiner, netter Zufall. Ich sag da jetzt auch nichts zu. Das spricht, glaube ich, für sich selbst. Das Feuer ist sehr schwach. Ich leg mal lieber ein wenig Zündstoff nach. So, können wir jetzt Schimmelsuppe? Es kocht da gar nicht richtig. Immer noch nicht? Brauchen wir noch mehr Heu? Oder noch einen anderen Zündstoff? Nehmen wir noch mal nicht hier. Nein, danke. Genug Heu für heute. Für heute? Genug heute, heute. Was ist mit der Tonne hier eigentlich? Leer. Warum kann man die... Ja, leer. Aber warum ist sie da? Irgendwas muss es doch damit auf sich haben. Grrr, können wir das Küchenschild mitnehmen und ins Feuer werfen? Das wäre doch mal eine Idee. Es hält auch ein bisschen länger als ein bisschen Heu. Es ist offenbar nur dafür da, Leuten den Appetit zu verderben. Dann versuchen wir das mal mit roher Gewalt. Das ist offenbar nur dafür da, Leuten den Appetit zu verderben. Na gut. An dieser Tür gibt es weder Klinke noch Schlüsselloch. Wieso? Versuchen wir es doch mal mit roher Gewalt. Auch damit sehe ich keine Möglichkeit, diese Tür aufzubekommen. Sie ist offenbar nur dazu da, um mich zu ärgern. Aber ich würde sagen, mit roher Gewalt. Auch damit sehe ich keine Möglichkeit, diese Tür aufzubekommen. Sie ist offenbar nur dazu da, um mich zu ärgern. Manu. Machen wir nochmal oben in die, Waffin Kamea. Kamale Waff. Von hier rein und da rein und Jagdtrophäen, Rüstung. Kommen wir eigentlich hier mit roher Gewalt? Nein. Wenn es hier einen versteckten Mechanismus gibt, dann lässt er sich auf diese Weise schon mal nicht öffnen. Aber ich dachte, rohe Gewalt hilft immer. Schade, dass wir den Holzhammer nicht nehmen können. Denn mit dieser Art von roher Gewalt würde es bestimmt funktionieren. Dann probieren wir es doch mal hier mit roher Gewalt. Pure Zeitverschwendung. Damit würde ich nicht mal einen Kratzer verursachen. Oder rohe Gewalt. Pure Zeitverschwendung. Damit würde ich nicht mal einen Kratzer verursachen. Können wir daraus eigentlich eine Fackel machen, damit wir hinten besser sehen? Probiere ich mal gleich aus. Aber zunächst... gar nichts weiter. Lassen wir das. Gehen wir zurück und probieren das mal aus. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, aber hey, das ist das einzige Holzmäßige. Wir könnten das da reinwerfen. Können alles Mögliche da reinwerfen. Nein, das ist zu nützlich, um es zu verbrennen. Okay, was ist mit den Essstäbchen? Die sind doch nicht mehr nützlich, oder? Nein, das ist zu nützlich, um es zu verbrennen. Alles nützlich. Können wir hier vielleicht... Ach, damit holen wir ihn wahrscheinlich zum Essen. Das war jetzt... Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Na, wartet. Wenn ich bei diesem Radau den Essensgong überhöre, werden Köpfe rollen. Ja, okay, dass das jetzt der Essensgong ist, habe ich mir schon gedacht. Aber ich dachte, da passiert vielleicht noch ein bisschen mehr. Kann ich vielleicht hier mit roher Gewalt... Ich ahne sehr, sehr Schlimmes. Nein, das ist zu nützlich, um es zu verbrennen. Oh Mann, es hat sich doch so angeboten, Knüppel mit Pelzviech.